Klein, quadratisch, praktisch, mini. 50 Jahre Faszination. Bis heute. Patrick Simon auf den Spuren einer Konstrukteurslegende im Mini John Cooper Works. Das ist wie Go-Kart fahren. Früher in Kerpen-Mannheim auf der Go-Kart-Bahn, da gab es so eine Schikane. Da sind wir mit dem Kart genauso rumgefahren, wie wir hier mit dem Mini heute rumgefahren sind. Agilität bis in die letzte Haarspitze. Das ist einfach geil. Diese rote Rennsemmel basiert auf dem Cooper S samt hippen Interieur. 0815 sind andere. Hier mutiert jede Fahrt zur Party. Doch diese Turntables drehen sich um einiges schneller. Statt Beats per Minute gibt es satte 238 Kilometer per Hour Spitze. Musik für die Ohren eines jeden Motorsportfans. Kontinentalbereifung auf 17 Zoll. John Cooper Works Leichtmetallfelgen scratchen den Mini massiv durch die Kurve. Es gibt wenig frontgetriebene Fahrzeuge, die so wenig Untersteuern provozieren wie der John Cooper Works. Sehr beeindruckend. Beeindruckend auch die Leistung. Satte 1,3 bar Ladedruck presst das Works-Kit in die Brennkammern. Das Ergebnis 211 PS, 36 mehr als beim Cooper S. Man merkt einfach die Renngene von John Cooper. Also ich glaube, der Charakter des Urminis lebt im neuen Mini auch weiter. 1961, nur 2 Jahre nachdem Alec Issigonis mit dem ersten Mini den Alltagsverkehr revolutionierte, brachte John Cooper die erste modifizierte Weiterentwicklung auf die Straße. Der Mini Cooper war geboren. 1964 bis 67 feierte der Cooper S goldene Zeiten bei der Rallye Monte Carlo und holte insgesamt 3-mal den ersten Platz. Seit 2005 gibt's wieder die Rennminis, sogar mit Straßenzulassung. Das ist der erste Mini, den ich zumindest von der neuen Generation fahre. Selbst bin mal so einen rechtsgelenkten alten Mini gefahren. Den habe ich mir aus meiner Formel-4-Zeit in England mitgebracht. Das war immer sehr lustig. In Sachen Fahrdynamik steht der jüngste Cooper Works dem Ur-Mini in nichts nach. Kurzer Radstand, fast keine Überhänge, ist gleich Fahrspaß. In Richtung Schikane ist es beeindruckend. Hier fahren wir ja richtig über die Curbs. Und das macht immer so den frontgetriebenen Fahrzeugen ein bisschen Probleme im ABS. Weil wenn die Räder abheben und dann wieder aufkommen, dann ist es im Regeln und braucht relativ lange, bis es aus dem Regelbereich wieder rauskommt. Das schafft der Mini sensationell gut. Gar keinen Verzögerungsmoment, Rad setzt wieder auf und ist sofort wieder vom Bremsen im Optimum, nicht ewigst lang noch im ABS-Regelbereich. Sehr schöne Elektronikabstimmung. Das Doppelauspuffrohr aus Edelstahl sorgt für bissigen Sound und macht das Auto so rund wie seine Scheinwerfer. Was ich einfach cool finde zu so einem Auto, man gibt Gas, geht weg und dann hört man schön so den Auspuff 2-3 Mal nachbrötteln. Das macht es sehr rennig. Und auch das Turbosäuseln ist immer wieder zu hören, wenn man weggeht. Also dieser Überdruck, der abgeblasen wird, Fenster runter, schön durch die Stadt fahren. Da kann man wirklich immer so ein bisschen beschleunigen. Proppelt vom Auspuff, ein bisschen vom Turbo das Säuseln. Ist einfach irgendwie cool und finde ich passt zu dem Auto. Es ist einfach ein Auto für Freaks und Leute, die einfach Spaß am Leben haben und sich den Spaß auch leisten können. Seit über 50 Jahren verkörpert Mini Lifestyle und Wirtschaftlichkeit wie kein anderer. Nun haben es Mike Cooper und BMW für 27.700 Euro Grundpreis vollbracht, eine Symbiose aus Rennfeeling und Lifestyle zu schaffen. Doch der Gentleman mit Kulleraugen schweigt und genießt. Seine Souveränität verrät er nur durch kleine Details. John Cooper Works Emblem an Front und Heck, Rennbremsanlage hinter 12 Zoll Leichtmetall und ein Tacho bis 260 lassen nur erahnen, was er kann. Der Kleine ist ganz groß in der Leistung. Höchstgeschwindigkeit 238 km/h. Sprintvermögen von 0 auf 100 in 6,5 Sekunden. Außerdem 211 Turbo PS und 280 Newtonmeter maximales Drehmoment. Verteilt auf 1205 Kilogramm und 1,6 Liter Hubraum. Das kann sich sehen lassen. Doch wie sieht es aus mit der Konkurrenz des Gentleman? Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass der John Cooper Works den Civic Type R hier auf dem Track-Test-Gelände schlagen wird. Große Worte, denn der wendige Koei aus dem fernen Osten hat mit einer Zeit von 1:17:86 den Grundstein im Kleinwagensegment gelegt. Trotz letztem Platz kein leichter Gegner. Koei-Killer oder nicht, die schnelle Runde soll es zeigen.
Mit brachialem Frontschub begibt sich der Mini auf die Jagd und wirft in der ersten Runde den Köder ins Wasser. Auf der Geraden zieht er mit 167,24 km/h die Angel an. Über 10 km/h schneller als der Civic Type R. Hat er damit schon angebissen? Doch spätestens beim Kurvenplätten schlägt der Haken in die Civic-Flanke. Denn so schnell wieselte bisher kein Frontantrieb durch das Infield-Geschlängel. Der Köder scheint zu schmecken. Mit angezogener Leine und zappelndem Type R am Haken knallt der Mini durch die letzten Kurven. Konnte er den Fang landen? Der John Cooper Works hat es geschafft. Vorletzte der Zeittafel, aber neuer Spitzenreiter im Kleinwagensegment. Und das mit Abstand. Ganze 3 Sekunden schneller als der Civic Type R. Ein dicker Fisch. Also im Vergleich zum Type A bin ich schon überrascht, dass der Abstand doch so groß ausgefallen ist von der Rundenzeit her. Aber okay, es sind einfach Parameter, die für den Mini sprechen. Der Turbomotor sicherlich, gerade auf der Geraden viel, viel mehr Leistung. Von der Geschwindigkeit, von der Höchstgeschwindigkeit 10 km/h schneller. Das macht sich in der Rundenzeit bemerkbar. Doch was kann der Mini gesamt gesehen? Was kann der Mini John Cooper Works, der kann verdammt viel Spaß machen. ESP ausgeschaltet, Sporttaste rein, in die Ecke reingeknallt und schon kommt der Arsch geflogen und das ist wie Go-Kart fahren. Also den Namen John Cooper, den hat er verdient.